Geschütztürme. Und damit, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Portal 2. In der letzten Folge haben wir Wheatley wieder getroffen und wir sind auf komische Brücken gestoßen, die man per Portale verändern kann. Die Türme, die sind wunderschön. Hallo? Er sieht mich gar nicht. Laserst du da durch? Hm, ja. Hinter dir. Was? Ja, hier. Ja, hier. Tschüss. Oh Gott. Die Musik ist echt seltsam. Die ist so quietschig. Ja. Das ist genau dasselbe wie im ersten Teil. Das ist exakt das gleiche Rätsel. Ihr müsst von oben die Dinger da drauf fallen lassen. Die haben Rätsel recycelt. Die denken nicht nach beim Spielen. Das ist nämlich. Ja, ja. Das ist doch nicht dasselbe Rätsel. Hä, hey, was soll ich denn machen? Warte, stopp. Erstmal nochmal kurz checken, wo ich mich hindingsen kann. Oh, ich kann oben Dings hin tun. Okay, und dann werfe ich da direkt den Kubus drauf. Sehr schön. Okay, die sind weg. Okay, wir haben's, Leute. Das war einfach nur ein recyceltes Rätsel aus dem ersten Teil. Oh, die können wir zerstören. Da fällt mir wieder auf, dass Portal 2 ja in Portal 1 spielt. Da muss ich hier runter? Glaub schon. Öffne mir die Tür. Ich glaube, hier gibt es eine Ladezone, ja. Aperture Laboratories. There we go. Konstante Testzyklen zu gewährleisten. Simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Der war nicht gestern, der war jetzt schon fast einen Monat her. Ich muss die alle drei aktivieren mit einem einzigen Laserstrahl. Easy. So. Nee. Achso, halt. Warte. Wohin geht denn der Laser, wenn ich den nicht dingse? Doch. Genauso wie ich das will. Aha. Dann da so. Orange. Ja. Oh, physikalische Gesetze. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Genau das! Warum sitze ich eigentlich? Wartet mal, jetzt hört's, ihr seht vielleicht jetzt nichts, es bleibt kurz das Spiel hängen. Ich sitze so weit weg. So, ich kann mich hier gar nicht. Jetzt, weiter geht's. Okay. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß halt, ein kanziger alter Techniker schon von Mode? Oh, ich bin gleich tot. Vielleicht, warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Nein.
Ich weiß nicht, was ich machen will. Ah! Ja, ich. Hallo. Hallo. Ja, ich bin doch da. Yes! Hier halt, hier muss eins hin. Nein, da unten. Ich brauch ganz sicher diesen Kubus, oder? Hallo. 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 wenn ich jetzt hier springe, sterbe ich. Oh, ich weiß es. Bam. Ja, 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 okay. Okay. Oh ne, nicht den Kubus. Und den letzten Turret. Okay, 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 okay. Nein, mach doch die. Okay. Okay, wir haben's. Wir haben's, wir haben's. Perfekt. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, das ist eine direkte Anspielung an unsere Eltern. Also, nur damit ihr das versteht. Vielen Dank, Gladys! Das Spiel zieht einen irgendwie innerlich runter, ist aber schon witzig gestalten. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Bist du ein Turret? Wow, du bist wirklich ein Turret. Oh, oh Gott. Oh, nee, 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 warte, warte, was mache ich hier? Was bringt mir das? Einen Laser. Der durchs Glas geht. Macht Sinn. Richtig. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Oh, ich weiß wie. Okay. Orange ist rechts. Hi. Hallo. Guck mal, da bin ich. Hallo. 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 Ich glaube, wir brauchen einen permanenten Laserstrahl, der sich hier durchbaut und den wir dann irgendwie... Der geht hier durch, gell? Ja. Boom. 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 Und wir können durch. Easy, Leute. So, und jetzt will ich diese zwei Menschen treffen. Ich glaube nicht, dass wir sie treffen werden, aber ich will trotzdem, ich will wissen, wer sie sind. Falls klar, dass es doch mal sollte, falls sie in Portal 2 wirklich noch andere Menschen einprogrammiert haben sollten. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Okay, ich nehm den mal weg da. Wird schon... Ah, okay, ich leg ihn doch wieder hoch. Also, wir müssen da hochkommen. Bist du eine Die Plattform fährt... ich habe keine Ahnung. Wir müssen
Altier, was machst du? Ah, keine Ahnung, was wir hier machen. Ich kann da, da oben machen. Was bringt das? Oh, da oben ist noch so ein Raum. Ah. Ja, dann nutze ich diesen Raum mal, um zu gucken, was sich darin befindet. Was ist denn hier? Ja, ja, das sieht schon special aus. So, was gibt's hier für ein Secret? Ein Total-Skip. Das ist ein Computer. Hat ja auch ein RTX 3060. Ich glaube, hier war jemand für eine ziemlich lange Zeit eingesperrt. Die Musik ist auch so auf eine andere Art und Weise creepy. Also ich muss mich hier hinstellen und dann mit einem Portal. Oh mein Gott. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Nein. Oh mein Gott. Ja. Makes sense. Bam, bam. Ja, wir müssen hier direkt über den Knopf und dann... Okay. Und wenn wir jetzt das Ding woanders hinschießen würden, fällt der Block da drauf? Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Ja. All den Jahren, bei den Gedanken kommen wir nicht mehr. Okay. Wir mussten den Block über den Knopf legen und den Laser verdingsen. Und dann fällt der Block runter auf das Ding und wir fahren hoch. Und so können wir durch die Tür. Ja, also das ist schon ein Spiel, wo man echt nachdenken muss. Die Überraschung, Teil 4, Leute. Wisst ihr was? Die Überraschung. Sehen wir beim nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Like da und verpasst die nächste Folge nicht, was wir als Überraschung bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüssi.